So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Warriors Orochi 4. Wir machen weiter mit Kapitel 4, The God's Pincer Attack.連合軍はなんとかゼウスを退けた。彼はただ大用に笑い、悠然と姿を消す。結局この異界の謎もゼウスの真意も不明のままだった。そんな中、アースガルズの神ロキが動き出す。さらにオリンポスのアレスも連合軍の領地に侵攻を開始。神々の無慈悲な攻撃が人間に襲いかかる。連合軍はすぐさま防衛体制を取った。果たして彼らに神の強撃を跳ねのける秘策はあるのか。 なんとか敵の到着前に城の防備を固められたな。あとは総大将の信長を守りつつ神と喧嘩してやりゃいいんだよな。そう簡単にはいくまい。アレス、ロキ、二勢力を同時に相手にするのだぞ。勝手な行動はくれぐれも慎むように。この戦に勝つには 那 gut, dann gehen wir's an. Bam. Ich bin gespannt, wie lange Kapitel 4 noch dauert. Die Side Stories machen wir dann auch noch. No panic. Nobunaga wa ano naka ka. Ares tachi ni wa kamawazu. Jinsoku ni Nobunaga wo nerao. Nobunaga wa ore tachi ga shitomeru. Asgardzu no kami nado ni saki o kosareru na yo. So, wo haben wir denn da den ersten? Oh, viele gelbe. Sind die alle von Zeus oder was? So, da oben haben wir einen. Den holen wir uns gleich. So, beiß ins Gras. Danke. Ja, mit den Erfahrungspunkten und reiß da mal durch, hm? Naja, es ist okay. Es geht auf jeden Fall besser. So, wir gehen einmal mit dem Typen da nach hinten. Das ist perfekt. Na, ich hab dich extra. Meine Güte. Kommt's her mal da, alle. Na, nicht schon wieder den gleichen Dreck da. Mich zu Tode staggern. Ja, in dem sind wir gut, gell? Das war Glück. Das war jetzt echt extremes Glück. So, Meister Glanz. Aha. Und jetzt? Oh, das war. Ja, das war nice. So, du darfst natürlich nicht fehlen. Er macht überhaupt kein Damage. Die sind alle schon so hoch gepowert, schaut euch das an.
Naja, es geht. So, aber den da unten. Den da unten hole ich mir auch noch. Bevor ich da rauf gehe. Ah, okay, er hat auch diesen Wirbelsturm. Natürlich, damit er den Staub schön einfangen kann. Das ist bei ihm vollkommen normal. Dankeschön. So, Level up. Jetzt gehen wir darauf. Aber mit ihm. Und rauch durch da. Wo ist er denn? Da ist er. Wie sie alle so rundum und umfliegen. Geil gemacht. Einfach nur geil gemacht. So. Mit ihr haben wir auch nochmal die Ultimate. Die machen wir gleich auch. Na warte jetzt, da können wir gleich nochmal reinrauchen mit dir. Vielleicht kriegst du noch ein paar Erfahrungspunkte und steigt gleich auf. Na, aufgestiegen ist zwar nicht, aber wir können die Ulti gleich dann nochmal zünden. Jetzt ist aufgestiegen, sehr gut. So, da ist alles zu. Moment, wie komme ich denn da durch? Ich verstehe. Durch den roten Bereich da? Ja, ja, ich weiß. Ah, wartet. Ist das jetzt offen? Tatsächlich. Es nimmt überhaupt kein Damage. Na geh, okay. Ja, man dachte, ich erwische ihn noch. Jetzt rennt's wieder komplett den ganzen Weg wieder retour, da. Schlagen wir ein bisschen ins Kreuz, da. Ja, es wird dauern mit dir. Au! Oh, das hat weh dann. Gut, dann machen wir den nochmal. Spüre mein Desinfektionsmittel, hat er gesagt. Nehme ich mal an, weiß es nicht. Aber er hat es geschafft, nicht schlecht. Sehr brav. So, wir gehen geradeaus weiter. Wir können noch zünden. Das machen wir auch gleich mit ihm, würde ich sagen. Und da ist auch so ein scheiß grünes Viech. Moment, das könnte sich vielleicht sogar ausgehen, dass das Drecksviech da stirbt. Nein. Solange die Typen da nicht runterkommen, ist es mir wurscht. Ja, es dauert halt. Es dauert extremst mit ihm, aber er braucht die Erfahrungspunkte. Macht eh keinen Schaden, das grüne Viech bei mir. Und die anderen fliegen die ganze Zeit um. So, haben wir es jetzt? Endlich. So, und jetzt zünden wir. Viel Spaß. Na komm, steh auf. Wartet, da können wir gleich zünden, oder? Sind eh drei.
Es wird sich sogar auszahlen. Einer? Einer weg? Nein, zwei sogar. Nein, einer nur. Aber jetzt ist der zweite weg, okay. So, dann haben wir das. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll mit den Roten, aber die lasse ich jetzt da halt einmal. So, du kannst mal da stehen bleiben. Diesen Basistypen holen wir uns natürlich. So, das sollte eigentlich gleich rauskommen. Raucht er mal rein. Moment. Dann nehme ich lieber ihn. Der haltet mehr aus. Wartet. Jetzt. Urgeil, der Typ. Weg. Sehr brav. Macht nix. Na geh, wenn ich drauf drücke, dann bitte, dann aktivier's auch. Dankeschön. Kommt's alle da rein. Warte, jetzt mit dir kann ich aktivieren. Da sind auch gleich drei davor, das ist immer gut. Warte, wir können zünden. Sollen wir zünden? Sind da noch viele Gegner? Naja, es geht. Zünden möchte ich jetzt nicht unbedingt da. Boah, was ist mit dir? Boah. Okay, wir zünden. Ich habe jetzt da zu große Angst, dass der Typ mich da platt macht. Hau rein. So, wir haben es geschafft. Ganz schön weit aufgestiegen, ne? Mädchen, dank mir, ne? Gut gemacht. Rauch durch. Uiuiui. Geh weg. Gott sei Dank, ich hab's noch geschafft in der Luft. Dafür brauche ich einen stärkeren. Das überlebt keiner da drinnen. Weg. Sehr brav. Wenn du das machst, mache ich das auch. So, und ihr seid eh gleich Geschichte. Ja, laufst jetzt weg von mir, oder was? Nicht von mir weglaufen. Oh, der läuft mir sogar hinterher. Entschuldigung, dass ich vor dir weglaufen bin. Warte jetzt einmal. Ist das voll? Ja, sehr gut. Dann mach mal. So, nur vorsichtig. Mit ihm wäre es auch voll. Die kämpfen da alle gegeneinander anscheinend. So, irgendeinen hat er... hat er umgebracht. So, du kannst dir jetzt nichts mehr gegen ihn ausrichten. Der ist standhaft gegen alles. Und seine Verteidigung ist ein Wahnsinn. So, komme ich da durch? Nein. Oh ja, jetzt komme ich durch. Na, dann gehe ich ihn nochmal besuchen, würde ich sagen, ne? Den Ares. Zünd mal. Komm her da, komm runter. Ich will da alle erwischen. Ares, komm her. Ja. Sehr gut.
Alles weg. Na, fast alles. Schaut, was er Schaden macht. Er haut raus, Leibern, der Typ. Ares ist weg. Und die da hinten sind auch weg. Na gut, das war's mit Ares. So, hier oben existiert nichts mehr. Alles komplett ausgelöscht. So, jetzt müssen wir da wieder runter, aber da oben, da wartet noch was auf mich. Das kann man mit dir machen. Da kommt noch nicht raus, gell? Da sind noch zu viele Gegner. Wie soll er da jetzt reinstürmen? Habt ihr das gesehen da hinten? Obwohl der eh schon weg ist, der Ares. Es ging ziemlich schnell. So, reicht das jetzt langsam? Ja, jetzt kommt er raus, okay. Okay, ab geht's. Ja, ich weiß, dass ich da hin muss, danke. So, kommt's mal mit, ich muss euch was zeigen. Oh, bitte lasst meinen Kapitän da in Ruhe, ja? Jetzt auf mit dem Dreck. Immer zurückerobern da, oder was? So, langsam aber sicher, hoffentlich passt das für euch. Sind jetzt nicht mehr so viele, oder? Nein. Lasst sie in Ruhe. So, da drinnen könnte man mal zünden, oder? Das sind ziemlich viele. Ab geht's. Und weg ist er. Gib her deine Erfahrungspunkte. Danke. Da unten gleich der Nächste. Und ab geht's. Was reden die ganze Zeit da? Aber durchgehend. Durchgehend. Das ist ja nicht normal. Ja, du bist ja schon da. Muss ich da jetzt auch her? Wie kann ich denn da sonst rein? Oder wart mal einfach einmal. Cooler Charakter, oder? Mir taugt der Uhr. Das Schwert hinten, seine Lanzen. Die Ausrüstung, die er da hat. Echt leibernd. So, macht die Tür auf da jetzt. Genau, schrei sie an. Das dauert mal zu lang. Jetzt ist offen, oder? Ja, wirklich, tatsächlich. So, das können wir mal mit dir wieder machen. Wo ist er? Da ist er.
Kriegt zwar nicht so viel Schaden, aber besser als nichts. Oh, ein Grüner! Ist der Grüne weg? Nein, leider nicht. Wartet, das machen wir mit ihm. Wo ist er? Da ist er. Meine Güte! Na gut, dann machen wir halt den mit ihm. Ist ja wurscht. Oh, wir haben Rage bekommen. Das können wir uns auch mit ihm anschauen. Das kennen wir noch nicht. Aber nicht gegen ihn, der ist schon fast down. In Samurai Warriors hat man das öfters gekriegt, oder? Diesen Rage. Es kann sein, dass ich mich aber auch irre. Ist schon länger her. Ich habe sehr, sehr lang gewartet auf so eine Spielreihe halt wieder. Aber ich kann nicht nur das aufnehmen. Wartet. Oh ja, jetzt können wir es zünden. Ich hoffe, dass er wen trifft. Oh ja, das ist... Ja, das schaut cool aus. Ja. Jetzt habe ich aber ziemlich in die Fresse gekriegt. Sehr gut. Komm her, steh auf. So, das war's mit dir. Dankeschön. Und durch da. Ist da sonst noch wer? Ich glaube nicht. Aber der braucht Hilfe, oder was? Gegen einen Loki brauchst du Hilfe? Na dann, zünden wir mal. Du Verräter, du. Wirklich, der hat uns ja verraten. Dafür bist du jetzt des Todes. Das ist gut. Du machst den Finisher. Danke. So, Moment. Achso, das war's schon. Wir sind fertig. この世界に降り立ったもの。つまり、ジョカたちの仲間ということか。何か有益な情報があれば教えてもらいたい。無論そのつもりだ、三成将軍。So, Victory! Ja, war eine schnelle Map. Und schön gespielt, muss ich sagen. Hat mir gefallen.信号。そして太鼓坊だ。今後は貴公たちに知恵と力を貸してやろう。よろしく頼む。早速知っていることを教えよう。そう焦るな。 全知全能の私といえど、オリンポスの主神の考えを読むことはさすがに難しい。だが、彼の娘のアテナ、息子のアレスについて多少のことはわかる。まずアテナはオリンポスで戦略を司る女神だ。真面目で父の信頼も厚く、治癒ともに優れている。 そしてアレスは、ゼウスと聖祭ヘラの間に生まれた嫡男。
戦の神だが、これがクセモノでな。高貴な生まれゆえに絶大な自信を持ち、他の神も人も下に見る傲慢な男だ。ゼウスも奴の性格を危ぶんでいるようだな。ふん、奴が鼻持ちならない男であることは確かだ。説得も真意を聞き出すも奴からは不可能。やはりゼウスに当たってみるしかあるまい。ところで四天童子を見ませんでしたか？いえ、存じません。どのようなお方ですかな？とても大柄で燃えるような赤い髪の鬼です。背にはとても大きな瓢箪を背負っていて。そんな目立つやつなら見てりゃわかるはずだよな。全く覚えがねえぜ。そうですか。私たちより先に融合に巻き込まれたはずですが、一体どこに？全ては全能たる我が手中にあり。タイゴングバンク。私の力が必要な。Was is here? 行くしかありませんね。Okay. Okay, zwei neue Charaktere. Darüber bin ich sehr glücklich.Ich kann ihn vielleicht noch dreimal verwenden. Dann ist es wieder vorbei mit ihm. Leider.顔してどうなさったのですか？奇妙な気配を察したのだろう。小生もそして。私にも感じられた恐ろしく強大な存在の気が。気な臭いね。また新しい神でも出てきたのかい？それを探るためにもまずは調査せねばな。諸君にも協力を頼みたい。わかった。私たちにできることなら。この妙な胸騒ぎ、自分の考えが当たってほしくないと思ったのは初めてかもしれぬな。So, wie immer. Schauen wir mal, ob er Skillpunkte gekriegt hat. Hat aber nur einen, leider Gottes. So, nein. Das 64er ist und bleibt bis jetzt das Beste. Gut, dann schauen wir mal bei ihr nach. Sie hat 4 Punkte gekriegt, okay. Das kostet 3. Das kostet 2 und das auch 3. Das ist scheiße. Dann machen wir das hier hoch. Ah, dann wenigstens das kann ich mir noch leisten. Wenigstens was. Ein Skillpunkt bleibt ihr aber. Schauen wir mal, ob wir mit ihr eine Waffe gefunden haben. Jo, 34, das ist gut. Den nehmen wir mal. Und Hausmeister. Wie viele Punkte? 7 hast du gekriegt. Damage rauf, Damage rauf, Damage rauf. Defense. Attack, sehr gut. Dann schauen wir mal, ob du deine Waffe noch kriegst von mir. 36. Da sind aber zwei Dinger drinnen. Dann nehme ich das. Okay. Und wie immer das Gleiche. Einschmelzen und verkaufen. So wie ihr es gewohnt seid.
Brauchen wir alles nicht. Wie viel Geld haben wir? Ja, ziemlich viel. Wartet einmal, wir gehen einmal auf Basis upgraden. Ja, was haben wir da denn? Okay, das haut die Defense rauf. Das ist Heilen, das ist gut. Dann nehme ich mal das Heilen natürlich. Was haben wir da? Attack. Das ist auch gut. Nochmal Attack. Da haut es gleich alles rauf, sehe ich. Speed. Da Speed. Und da ist Power. Das ist auf jeden Fall gut. Und die Technik. Okay. Kaufen uns die Technik auch gleich. Und was ist das? Okay, da kriege ich mehr Tickets. Keine Ahnung. Nehme ich mir aber auch mit. Aha. Dann nehme ich lieber das. Ah, okay. Ich kann mir sogar beides leisten. Sehr geil. Increase the number to teams you can send to training. Ich kann Leute ins Training schicken. Ja, passt. Okay, gut. Wie kann ich das machen? Story Party. Tatsächlich. Was kann ich da jetzt machen? Ich kann da jetzt wen reingeben oder was? Und die trainieren und steigen dann auf oder was? Oder muss ich das selber machen? Das werde ich mal selber anschauen, bevor ich das jetzt da noch reinhaue in den Part. So, auf jeden Fall neue Charaktere. Er bleibt fix, natürlich. Und wir nehmen uns mit... Poh, eine gute Frage. Eine gute Frage. Nehmen wir nochmal die Ina mit, oder? Und einen Level 1 Charakter, so wie immer. Ja, nehmen wir ihn mit, oder? Oder wartet einmal. Wie hat der geheißen? Den würde ich gerne ausprobieren. Der ist auch gut. Den könnte ich auch empfehlen. So ein Typ mit Ketten war das. Ja, der da. Chan Ning. Keine Ahnung. Aber ich würde es gerne probieren. So, das haben wir ja ausgerüstet. 240 Speed. Ja, aber nichts Neues dazu kriegt. Okay, das wäre mein Dreier-Team. Und... Kapitel 4 noch immer nicht fertig. Aber die Side-Stories wären mehr. Jetzt haben wir schon 3. Entschuldigung. Ah, a great showdown. Showdown. Keine Ahnung, warum das so geschrieben ist. Ich schätze mal, dass es Showdown heißen soll. Könnte wahrscheinlich das Ende sein des Kapitels. Schauen wir mal, werden wir dann sehen, aber erst im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, tschüss, Baba, euer Herzfehler.